Und damit wieder willkommen zurück zu Minecraft. Ja, jetzt ist es eine gute Woche her, wo jetzt das letzte Video rauskam, denn ich wollte ein bisschen umstellen. Und ja, mit Sandus habe ich jetzt noch Mario aufgenommen, was jetzt am Montag rauskam. Das heißt, die Folge ist jetzt am. Ich nehme jetzt am Montag auf, das heißt, morgen wird wieder eine Folge rauskommen. Aber nicht zwei am Tag, sondern nur noch eine am Tag und dafür etwas länger, statt 10 Minuten so 15, 20 Minuten angelegt. Kommt daran, dass man noch ein bisschen mehr schafft in der Folge. Ja, was wollen wir heute schaffen? Ich habe gesehen, dass meine Bienen wieder fleißig waren und die Bäume tun sich etwas. Man sieht sie, es ist doch eingestellt. Sie bekommen so Punkte drauf. Ich habe schon mal ein paar abgeerntet, den wollte ich jetzt euch noch zeigen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ich werde jetzt dann im späteren Bäume nochmal abhacken und hier fliegen en masse an Schmetterlingen rum. Ich wollte jetzt nicht alle fangen. Also da wollte ich jetzt nicht überall zwischengreifen. Bevor ich das da mache. Ja, wie sieht es denn hier aus? Die pumpen nicht, aber Strom ist da, plus minus 1. Der Lavatank, der läuft auch noch. Das heißt, hier momentan ist hier nichts am Gange. Das heißt, Öl da hinten wird nicht hingepumpt. Kann natürlich auch passieren. So, dann schauen wir mal. Wir hatten die Diamantfabrik gemacht. Und davor wollte ich ja noch die Bienen umwandeln, was hier unten war. Da stoppt der momentan, wenn nichts läuft, weil ja alles voll ist. Wenn man hier reinschaut. Komplett voll. Drei Diamanten hat er schon gemacht und war, glaube ich, irgendwo. Da ist er stehen geblieben. Da wird jetzt noch was kommen. Kommen wir aber später zu nochmal, wenn wir die Bienen fertig haben. So, jetzt geht es darum, dass ich ein paar. Ich muss sie umsetzen, denn ich habe auch ein bisschen umgestellt bei mir. Das heißt, meine Bildschirme sind jetzt ein bisschen anders. Muss dafür immer mit dem Stuhl ein bisschen drehen. Derzeit habe ich aber keinen Bürostuhl, den ich drehen kann, sondern einfach einen gewöhnlichen Stuhl. So, dann gehen wir gleich an die Bienen. Aber bevor ich zu den Bienen gehe, nochmal ein kleines. Noch was Kleines, was ich noch gemacht habe, schon mal vorab. Läuft nicht automatisiert, sondern hier so eine Baumfarm. Ja, da habe ich so eine Baumfarm angelegt. Wollte das Haus mit diesem Leimwood machen. Wenn man jetzt genau guckt, die Dinger sind unsichtbar, weil ich die alle als Cover machen musste. Immer wenn die Maschinen liefen, hat er komischerweise das ganze Holz abgeerntet, obwohl das nicht in Reichweite ist. Ja, und dann sieht man jetzt hier schon. Pollen sind ja auf jeden Fall, Oakwood, etc. Das wird auf jeden Fall alles da hinten reingeworfen, was dann hier in den Squeezer zu Resin wird. Aber ich glaube nichts. Und doch Resin und Ether bzw. Turpentin wird daraus. Das wird nämlich für den weiteren Mod, der auch noch kommt. Aber das alles noch später. Jetzt werde ich mich noch erstmal standardmäßig um die Bienenwetter kümmern nochmal. Weil da sind wir noch nicht fertig. Bienenstrecke, Bienenhaus und Bahnstrecke. Das habe ich noch. Und dann gehen wir um die Baumzucht. Auf die Holzfabrik. Und auf den Windpark. Und zu guter Letzt, vielleicht werde ich noch ein bisschen zwischendrin die Bioanlage machen. Die Bioanlage. Jetzt brauche ich aber erstmal den Baubeutel. Ich muss mein Display ein bisschen so drehen. Deep Storage, das habe ich hier keine drin. Habe ich die denn in Conduit drin? Da habe ich noch zwei. Jetzt ist noch was in den Bienen drin? Nee. Oh Mann. Wo habe ich die denn drin? Kiste könnte ich gerne brauchen. Da ist noch eine Bienenkönigin drin. Muss da im Baubeutel alles sein. Hier ist gar nichts drin, keine Filter. Sind die alle im Lager? Sag ich, wir wollten ein bisschen mehr schaffen. Jetzt sind wir trödeln wir mit diesem Ding noch rum. So, 20k von den Dingern haben wir drin. Deep Storage. Einen haben wir noch hier drin. Wo sind denn die restlichen? Ich glaube, ich crafte nochmal 12 Stück. Ich glaube, da hinten sind noch welche drin. Filter auch können wir. Die müssen irgendwo sein. Sieht man, dass sie da hinten in der Kiste sind. Oder in einer anderen Kiste hinten im Haus. Da sind normale Filter drin. Hätte ich mal vorher suchen sollen. Da oben fliegt wieder ein Schmetterling. Ja, da kommt noch so ein Glasgedöns hin. Für die Schmetterlinge. Ich weiß noch nicht, wo ganz genau. Vielleicht kommt es auch über dem Haus hier. Wollte auch noch ein bisschen gucken. Deep Storage ist, da sind ein paar. Aber dann, ich habe zu wenig Filter. Was denn?
Geil, jetzt muss ich erstmal gleich die 6 aufbrauchen. Aber hier werde ich sowieso nicht. Ein paar Filter brauche ich noch ein paar mehr. Die werden nicht reichen. Filter, Filter, Filter. Da. Ja, haben wir natürlich keine. Die brauche ich. 4 nur. Ja, mir fehlt. Da in der Mitte. Och, keine Kisten mehr. Das ist da jetzt eine. Gib mal. Ahnung. 3-6. Basic Filter. Machen wir mal ganzen. Ja, 26 Stück. Komme ich erstmal mit aus. Das soll da hinten ein bisschen in dem Raum weiterarbeiten. Und dann mit den Minecarts noch weiter. Die Mob-Maschine müsste ich auch noch machen. Dass sie auch mal ein bisschen läuft. So. Da fehlt jetzt noch die Item-Pipes, genau, die ich noch nicht verbunden hatte. Ich brauche einmal die. Müssen gefiltert werden. Das muss gefiltert werden. Die müssen gefiltert werden. Schau ich mal. Müssen einmal hier kurz sortieren. So. Jetzt haben wir noch in Übermassen. Ja, genau. Jetzt haben wir noch die noch in Übermassen. Stimmt. Die und die. Ja. Hier war raus. Was filtern wir denn hier raus? Was können wir daraus machen? Shot Meat. Okay. Da können wir höchstens auch Honig rausmachen. Okay. Das können wir machen. Aus String kriegen wir die. Okay. Hier kriegen wir die Coal-Dinger raus. Das ist ganz gut. Honigdrops und sowas haben wir schon gefiltert. Und hier kriegen wir das. Die Balls, die werden auch schon gefiltert. Ich weiß gar nicht, ob die schon im System hier sind. Zwar müssten die ja, glaube ich, da drin sein. Ne, Petranol. Hier sind nur die drin. Okay. Fangen wir erstmal mit dem standardmäßigen Filtern an. Erstmal mit den 16. Zack. Das heißt, Ergo kommt hier oben erstmal einer rein. Und zwar Insert. Ich fange mal mit den Stringies an. Kriegen die Priorität natürlich 1. Weiter so ein Bilderrahmen, ne? Dass sie direkt weiß, okay, da habe ich reingepackt. Bilderrahmen, eventuell Schild. Auch für die Bienen. Sodass schon mal alles filtern können. Hep. Ne, ich muss da oben. Oben drauf. So, wir filtern jetzt die Stringy, okay. Die gehen als. Obwohl, ich filter als erstes die Fossil. So, und hier mache ich noch einen dran. Item Pipes. Und Park, Insert, Filter, die Tar Dinger rein. So, dann haben wir die beiden auch zusammen. Das heißt hier die Fossil, da die Tar. Ey, kannst du bitte auf den Rahmen in Frame? Dankeschön. Priorität 1. So, jetzt haben wir unten noch einen Platz. Das könnten wir den String hier reinpacken. Disabled. Ich weiß nicht, warum ich zwei Airblöcke im Moment habe. Insert. Achso, die sind ja gerade von da gekommen, ja. Insert. Jetzt packen wir mal erst die. Ne, die Tars hatten wir jetzt. Jetzt packen wir die String rein. Priorität 1. Das war nur so ein Itemframe. So, von hier unten muss natürlich dann Extract. Extract. Das gleiche haben wir hier.
Oh, nicht disablen, sondern wir wollen nur Extract machen. Jetzt haben wir in der Mitte noch Platz. Das ist ganz gut, wenn wir weitermachen wollen. Denn wir wollen ja auch weitermachen. So. Extract. Insert. Insert noch die. Sind das die Drippit? Die Dripping. Die Dripping. Dripping Priorität 1. So, so ein Frame hier dran klatschen. So. Extractor, bababam, haben wir drin. Retreat 1. Extract, das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch die Bienen. Dafür nehmen wir die Schilder dann. Was habe ich denn hier oben drin? Warum gehen die Rain and Frost nicht da rein? Habe ich die Prioritäten hier nicht drin? Nee. Aber das kann sich auch schnell ändern. Zack. So, machen wir gleich richtig. Hier packen wir jetzt die Noble rein. Priorität 1. Toll. Gut, dass jetzt kein Noble Drone. Ist bestimmt jetzt auch noch was drin. Ja, ist eine Farm drin. Hier würde ich gerne dann die 20. Ne, wir wollen keine Filter sammeln, sondern die 20s. Oder Terry Drones. Haben wir. Dass die da auch schon mal reinkommen. Dann nehme ich du da raus. Die. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt. Ein bisschen hier rauskriegen. Okay, müssen die doch erst hier reinpacken wieder. Bevor wir neue nehmen können. Oder holen die einfach so raus. Das geht auch. Schauen wir mal, schon wieder 12 Minuten auf dem Wecker. Wie gesagt, das macht nichts. Wenn wir jetzt so 20 Minuten pro Ding, finde ich ganz okay. So. Jetzt müssen die. Jetzt muss ich die vielleicht auch auf Priorität 1 machen, dass die farmt hier rein können? Oder ist das eine andere? Warum ist das denn eine andere farmt? Warum ist das denn eine andere Farm als die da drin? Sind die ist auch noch eine Farm drin? Wo kommen die denn her? Hat die sich einmal gemischt jetzt hier mit irgendwas? Kann das sein? Ja, normalerweise kann das nicht sein. Warte mal, komm mal her. Ich pack dich nochmal hier rein. So, du musst dich doch jetzt. Kann sie doch nicht. Nein, ich muss so lange, dann muss ich so lange die Gene wieder in der reinprügeln, bis es nicht mehr geht. Geht ja auch. Schmeißen wir die Bienen mal weg hier. Was war das denn hier? Das war Macerator. Das war der Recycler. Stimmt. Das hatte ich ja dann da hinten hingeschmissen. Muss eigentlich noch so einen Bienenmülleimer haben. Da hinten. Oh, der Tank ist mittlerweile voll. Wo kriegt er das denn jetzt her? Ach, das kriegt er von da hinten, stimmt. Von der Baumfarm. So, dann schmeißen wir einfach die Bienen hier rein. Komm, den schmalen Dirtblock, der kann auch dahin. Stimmt, das kommt jetzt von hier. Weil ich das auch laufen lasse, dann kann ich da doch wieder ein bisschen Unfug mit treiben mit dem Zeug. So, jetzt müssen wir die Dinger mal ein bisschen hier sortieren.
Was kommt aus wo was raus? Honey Drops.